Hallöche, Minecraft-Freunde. Na, seid ihr auch gut ins neue Jahr hineingepurzelt? Ich jedenfalls schon und ich hoffe, bei euch war das auch so. Ein kleines Lebenszeichen meinerseits. Ich habe ja so die letzten Wochen das Ganze so ein bisschen, also es hat nur den Anschein, als ob ich es vernachlässigt hätte. Ist aber nicht so, denn es gibt eine ganze Menge Arbeit zu tun, was mit den zukünftigen Versionen zusammenhängt, die ja im wöchentlichen Takt, manchmal auch täglich irgendwie erscheinen. Das ist eine ziemlich anstrengende Sache. Und ja, ich hatte 6 Wochen jetzt seit 1.2.5, also irgendwann, ich weiß nicht mehr wann das war, das nicht mehr so verfolgt. Also, dass ich da jeden Tag jetzt geguckt habe, gibt es eine neue Version von den ein oder anderen Mod, was hat sich am Texturkonzept geändert, solche Dinge halt. Das habe ich vernachlässigt. Und man soll es nicht glauben, 6 Wochen reichen, ja, um eigentlich komplett wieder bei Null anzufangen. Das ist eigentlich voll verrückt. Also diese 1.4.5-Version, die hat in sich, ich denke mal, das kommt einfach auch mit der Umstellung dann auf 1.3, ne, die ja mal war, also auf das ganze Client-Server-Konzept. Und das haben viele Modder dann gleich zum Anlass genommen, um auch zum Beispiel das Texturkonzept zu ändern. Und das bedeutet für mich eine Schweinearbeit, also wirklich echt eine Schweinearbeit. Weil ich ja sehr viele Texturen überarbeite oder auch komplett neu erstelle. Und ich habe jetzt die letzten Wochen eigentlich nur damit zugebracht, hier so eine kleine Testwelt aufzusetzen, weil ich natürlich auch den technischen Zusammenspiel der einzelnen Mods, die ich bisher verwendet habe, beziehungsweise die, die ich noch nicht kenne, aber benutzen möchte, das muss ich ja testen. Denn wenn ich irgendein LP anfange oder irgendetwas mache, beim LP jetzt ganz konkret, und dann ist man bei Folge, sagen wir, 20 und sagt jetzt bauen wir irgendwie einen tollen Reaktor, mit hast du nicht gesehen. Und dann stellt man fest, Mist, das funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja? Also das Zusammenspiel der technischen Mods, das ist das Komplexe und das ist auch das, was in 1.4.5 und ich gehe mal schwer von aus, auch in 1.4.6 und 1.4.7 noch unheimlich buggy ist. Also im Zusammenspiel der technischen Steuerung zum Beispiel. Ja, also da gibt es echt Probleme, zum Beispiel bei den Bildkraftmaschinen, sofern mehrere nebeneinander stehen oder was habe ich noch gesehen? Das ist eine ganze Menge. Ich muss mal meine Liste rausholen irgendwann. Jetzt nicht, jetzt habe ich keine Lust dazu. Ich wollte halt nur mal so einen kleinen Überblick verschaffen, damit ihr das mal so mitkriegt, diesen Prozess, wie ich das mache. Und bei Thermal Expansion ist das jetzt so, das ist so gut wie fertig. Was fehlt, sind die Tanks hier. Da muss ich noch eine Textur machen. Und hier diese Energieleitungen, die ziemlich cool sind, da komme ich später nochmal drauf zurück, da mache ich mal ein kleines How-to oder so ein Tutorial dazu, wie toll die Dinger hier sind, das stimmt nämlich. Und, tja, was habe ich noch? Also hier diese Powercoil, die ist so gut wie fertig. Und dann habe ich für Railkraft, da bin ich momentan dabei, das alles zu überarbeiten. Hier ist der Hochofen. Das sieht schon mal ganz gut aus, ne? Den macht man aus Niederziegeln und braucht man, um hier Stahl zu produzieren. Das ist das eine. Dann habe ich noch ganz viel gemacht mit dem Dampf. Es gibt da nämlich eine wunderschöne Dampfturbine in Railcraft. Und dieses Ding, wenn man einen ordentlichen Boiler dranhängt, dann bringt das Ding 100 U. Und hier habe ich daneben eine wunderschöne, aber hier bin ich ganz stolz auf auf mein Grafikdesign. Wenn das Ding anläuft, kann euch das ja mal zeigen. Das ist eine Ladestation hier. Die ist direkt hier angeschlossen. Und da kann ich nämlich diese Energie-Power-Coils hier aus Thermalexpansion aufladen. Und die kann man rumschleppen. Die sind dann voll. Speichern diese Minecraft-Joule. Und wenn man jetzt irgendwo eine Maschine hat, die das braucht, ne? Also zum Bleistift hier. Also sorry wegen der Oberfläche. Das ist noch von Nuttybot, glaube ich, nennt das sich. Das habe ich zum Teil noch drin, weil ich, wenn ich jetzt umstelle oder wenn ich jetzt Texturen mache, entweder ich mache sie komplett, mache eine neue Matrix, ja, und erstelle sie komplett neu, oder aber ich hau erstmal Texturpacks rein, die ich als habe, runtergeladen habe, irgendwas, weil ich gucke mir ja auch andere an, und dann ändere ich das nach und nach und nach, wie man das auch hier sieht, ja, also hier ist schon ziemlich viel auch hier. Das ist ans Miser angepasst. Das ist ans Miser angepasst. Das ist so ein bisschen Sortex-kompatibel. Hier auch noch ein bisschen Sortex. Und die Tanks,
der Tank von dem von der Dampfmaschine, ne? Was ist denn eine Dampfmaschine? Der ist eine komplexe Sache. Da kann ich mich noch nicht entscheiden. Entweder zwischen dieser Textur hier, sowas in die Richtung, ne? Das wirkt auch so ein bisschen boilerhaft wie ein Druckbehälter. Oder dieses Ding, das ist nicht so einfach. Sobald man hier mit Rundungen arbeitet und ins Dunkle reingeht, ne? Muss man ja, um die Schatten so zu erzeugen, dann wird das meistens zu dunkel. Aber ist da im Endeffekt wurscht, das sieht aus wie ein Boiler und das hinten sieht auch aus wie ein Boiler. Ne? Wichtig ist, dass da Dampf rauskommt. Das ist wichtig. So, jetzt habe ich hier drei Baustellen. Also, wenn ich jetzt irgendwo Energie bräuchte, hier nicht, weil das ist ja Dampf, ne? Dann könnte ich hier, zack, so einen Coil daneben stellen und schon habe ich hier volle Kanne. Ja? Und hier hat er jetzt ein bisschen rausgenommen, da können wir mal reingucken. Zack. Das hier ist von Thermalexpansion. Ja? Jetzt hat er hier ein bisschen rausgenommen und wenn ich das jetzt nehmen würde. Ja, das reicht jetzt nicht, aber ich mache es trotzdem mal. So, dann pumpt er hier, zack, so viel rein, was noch Platz ist, ne? Das hat er jetzt gemacht. Dann ist das Ding voll und diese Ladestation hier, die funktioniert zum Bleistift mit den Bildkraftgates hier, ja. Und sofern hier Platz ist in irgendetwas, was Energie aufladen kann, dann gibt er an diesem Block hier ein Redstone-Signal da. Und dann wird diese Maschine, diese einstellbare elektrische Maschine hier angeworfen, ja, und füttert. Also hier habe ich jetzt eingestellt 110 EU. Warum? Weil hier in diesem Powercoil maximal 100 EU Input möglich sind. 100 EU Input sage ich. 100 Mega Minecraft-Joule Input möglich sind. Also würde mehr gar keinen Sinn machen. Okay, jetzt gucke ich mal schnell hier. Die hat abgeschalten. Hier unten drunter haben wir genau dasselbe. Ne? Also hier kann man diese Coils einfach austauschen bei meinem Laser. Das kann man auch machen. Hier hinten sind zwei miteinander verbunden. Ne? Dann kann man den hier aufladen mit dem anderen. Den kann man aber auch abbauen hier und einen vollen wieder hinstellen, wenn man diese Energieversorgung hier nicht hätte. Ne? Und hier unten ist auch wieder so ein Gate. Und da sagen wir, sofern hier noch Platz in diesem Bursche ist, tut diese Dampfmaschine hier. Ne? Also was ist denn eine Dampfmaschine? Aus der Feuerzangenbowle. Ja, jetzt habe ich vergessen, wo ich angesetzt habe. Jetzt wollte ich irgendwas einbauen und habe vergessen, wo ich angesetzt habe. Naja, egal. Gut, jetzt mache ich mal kurz zu. Da fällt mir nämlich nichts dazu ein. Wir müssen mal schauen, wo noch ein bisschen Plätzchen frei ist. Hier ist auch schon ziemlich voll. Ich weiß gar nicht, was können wir jetzt mal an Energie verschwenden? Ich kann das ja mal demonstrieren. Also ich schalte jetzt hier mal ein. Und dieses Dingsbums aus Thermalexpansion, dieser Magma-Generator macht halt Lava aus Niederrack. Und dazu braucht er Energie. Das heißt, er entlädt dieses Teilchen hier so ein bisschen. Das sind wie mobile Batterien. Und man kann relativ viel drin speichern. Jetzt mache ich gleich noch was anderes, während der hier hinten rumkaspert und rumguckt. Ich schalte nämlich hier meinen Laser wieder ein, weil ich hier nämlich gerade Chips mache. Was denn jetzt? Wieso kommt da nichts? Wieso ist denn da rot? Ich habe da gesagt 20. 20 Minecraft-Joule hier, bitte liefern. Hier, steht's doch. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Das verstehe, wer will. Vorhin hat das wunderbar geklappt, hat der volle Kanne Power gebracht. Also blau, ne? Das ist eine putzige Sache, verstehe nicht. Mal ausmachen, einmachen. Wieso pulst denn der jetzt? Also vorhin war das blau. So seltsame Dinge, die abspielen. Ach, hier unten mit dem. Jetzt weiß ich, was das ist. Hier. So. Das ist ja so, das Gate hier unten. Ich mach mal schnell hell, wir müssen nicht schlafen. Ist ja bloß eine Testwelt. Das gibt natürlich hier, wenn das Dings voll ist, ein Signal ab an alle benachbarten Blöckchen. Also auch an dem und die Dinger aus Thermalexpansen, also diese Batterien, die kann man natürlich auch hier Redstone steuern. Wenn der ein Signal kriegt, kommt natürlich nichts raus. Also pulst das hier ständig, ne? Mal hier die Maschine ja immer ein bisschen was reinpumpt und deswegen hat man hier sozusagen einen Impulsenergielaser gebastelt. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. So, aber das haben wir jetzt gelöst. Die müssen auch nicht gesteuert werden, das passt so. Gudi. Also dann füllen wir schön auf das Dings. Wir bauen hier den mal ab. Halt, jetzt mache ich hier mal aus. So. Und dann bauen wir hier
Powercoil einfach ab. Dann kann man die austauschen. Wenn man jetzt keine Leitungen legen will, ne? Das habe ich jetzt gemacht, so. Ich tue jetzt auch mal hier sagen, so. Übrigens speichert, wenn man hier was umstellt, ja, und man deaktiviert hier, dass der kein Retro-Signal auswerten soll, dann merkt er sich das, habe ich festgestellt. Also wenn ich das richtig gesehen habe, der merkt sich das, auch wenn ich den jetzt mobil hier rumschleppe. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. So, das nur am Rande, ne, als Tipp. Gucken wir mal rein. Hier ist es Enable Low. Und sobald ich den hier pflanze, füllt das hier meine Station wieder auf. Hier haben wir diese wunderschöne Dampfmaschine aus Railcraft. Und dann läuft diese Turbine aus Railcraft und zeigt hier auch an, das habe ich so ein bisschen so gestaltet, grün heißt 100%, gelb heißt 50% und rot heißt entweder aus oder weniger als 50%. Und dann poltert er hier 100 EU rein in diese MFSU. Das ist eine coole Sache, also eine echte Alternative, kann man sagen, zum Atomreaktor, den ich übrigens hier hinten stehen habe, irgendwo, in einigermaßen sicherer Entfernung. Und ja, und dieser Dampfboiler, das ist der Hochdruckboiler aus Railcraft, der wird hier mit Benzin versorgt, ebenfalls über einen Bildkraft, über einen Railcraft-Tank. Wir haben einen riesen Tank mit jede Menge Benzin drin und das steuert hier auch über diese Bildkraft-Gatter. Und zwar ist das dieses Gatter, welches selbstständig pumpt und Redstone-Maschine sozusagen. Wenn diese Leitung leer ist, tut er ein bisschen hier rein. Ich kann das natürlich auch abschalten, weil da diese ganze Geschichte hier hinten noch einen Teerölanschluss hat. Und Teeröl ist in diesem Tank hier. Ganz genau. Hier ist das Teeröl drin, jede Menge, das ist schon voll. Das wird auch über diese Bildkraft-Gates ausgewertet. Und es ist dieser Tank voll, dann wird hier auch nichts mehr rausgepumpt aus diesen Öfen. Das heißt, die sind jetzt knacke voll. Mit Teeröl macht er jetzt hier weiter, weiß ich gar nicht. Ne? Ist eine gute Frage, schauen wir mal. Er ist noch nicht ganz voll, das wollte ich nämlich testen, ob hier dann eine weitere Verbrennung stattfindet oder nicht, oder ob dann einfach kein Teeröl mehr kommt. Die sind etwa gleich auf, denn dann kommt der nächste Schritt bei mir in der Steuerung. Also dieses Teeröl kann ebenso hier in diesem Hochdruckdampfboiler verarbeitet werden. Ist diese Leitung leer, Redstone-Signal. Ganz genau. Also ich kann das hier einfach abschalten. Hier. Und kann dann komplett umstellen auf Teeröl. Ne, das kann man auch automatisch machen. Und diese Öfen hier, diese Koksofen, da drin mache ich momentan aus Holz und auch aus Kohle. Holzkohle als Nebenprodukt entsteht hier dieses Teeröl. Und diese Holzkohle, die holt hier dieser kleine Zug ab. Also dieser Triebwagen, der hier rumgurkt, der klappert diese Dinge hier einzeln ab. Hast du nicht gesehen und schafft dann hier in diesen Block diese Holzkohle hinein und die landet dann mehr oder weniger hier und die kann man dann nehmen. Da nehmen wir jetzt mal ein Steckchen raus, damit wir gleich wieder Stahl in dem Hochofen machen. So, zack, weg damit, weil ich habe da jetzt so viel davon, ich weiß gar nicht wohin damit. Und dieses Dingsbums hier, also diese Railcraft-Geschichte, das habe ich nur hergebaut wegen den Texturen von den Blöcken, die hier sind, ne? Weil ich ja diese Texturen hier komplett eigentlich neu gemacht habe. Und da ist es eine gute Gelegenheit, das zu testen. Ne? Sonst gibt es ja keinen Grund, das aufzubauen. Was habe ich noch gemacht? Hier möchte ich jetzt auch nie ins Detail gehen. Nur noch, dass ein Rechner diesen internen Transport vom Ofen hier zu diesen... Wie nennt die sich? Das ist ein Item Loader. Ja? Erweiterter Item Loader. Und das hier ist der... Unloader. Das müsste der Unloader sein, weil hier ja entladen wird, hier wird aufgeladen, hier wird entladen. So, und diese Holzkohle von hier drin, die hier anfällt, die kommt in diesen Blöcken. Das macht der Rechner. Also ich kann das hier oben dann einfach stoppen. Wenn ich der ausschaltet, sage, dann bleibt das im Ofen, wird nicht mehr rausgeholt. Das ist schon alles. Mehr macht das nicht. Weil ich ja hier keinen Red Power habe, muss ich ein bisschen tricksen. So. Gut. Dann habe ich hier universal elektrische Energie, wo ich jetzt auch an den Texturen bin. Wie gesagt, ich bin nur momentan damit beschäftigt zu testen und Texturen zu machen. Das ist eine Schweinearbeit. Also, das ist universal elektrische Energie. So schauen die jetzt aus. Hier ist mein Generator. Da habe ich jetzt keine Kohle.
So, eine holen oder ein paar. Ist das scheißegal, die können wir überall verbrennen. Wir haben so viel davon. So, zack, rein mit dir. Das ist der Generator. Das ist die erweiterte Batteriebox, wo ich jetzt momentan noch an den Batterien basteln. Grafisch, ne? Aber so gefällt mir das schon richtig gut. Das ist die normale Batteriebox. Das ist das Voltmeter. Muss man aufpassen, dass man nicht vom Zug überfahren wird. Das hier ist das Voltmeter. Da kann man messen, wie viel gerade irgendwo reinfließt. Ne? Das kann man überall anbringen. Oder wie viel erzeugt wird. Hier haben wir einen Ofen. Da bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden mit der Texturgestaltung. Muss mal gucken. Ja, das passt schon so. Okay, super. Ja, und so teste ich mich jetzt hier vorwärts in dieser Welt mit dem ganzen Kram, was wirklich hervorragend funktioniert, wo ich wirklich ein Okay geben kann. Das ist hier diese Dampfboiler- und Dampfturbinengeschichte, die jetzt wieder abgeschalten hat. Nuklearkontroll macht seinen Dienst auch gut. Habe ich die ganzen Texturen jetzt auch angepasst. Das funktioniert sehr gut. Was buggy ist, ist Bildkraft. Ja, also zum einen hier die Flüssigkeit als solches in den Leitungen. Zum zweiten das Redstone. Also sämtliche Redstone-Signale, die irgendetwas triggern. Besonders betroffen sind davon Redstone-Pipes. Ja, also mit denen ich gerne etwas messe, wenn eine Leitung richtig voll ist. Ja. Das funktioniert noch nicht so richtig. Also jedenfalls nicht so wie in 125 zurück bis 166 kannte man. Nee, nicht 166. Ich glaube, die Redstone Pipe kam erst später. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber dieses Detektieren von Flüssigkeiten, das ist hier ein 145 Müll. Die triggert nämlich schon, wenn dieses nur durchfließt. Dann triggert die schon. Die soll aber erst triggern, wenn die Leitung voll ist. Und das finde ich ein bisschen scheiße. Also, was cool wäre, wäre zum Beispiel eine Benutzeroberfläche innerhalb zu einer Redstone-Pipe hier. Das ist Sandstein, ist egal. Also, so eine Redstone-Pipe hier, ne? Und dann hat man eine GUI. Und in dieser GUI kann man dann auswählen, triggere, wenn du voll bist. Oder triggere, wenn gerade was durchfließt. Das wäre eine echte Lösung. Also, falls irgendein Macher davon zuguckt oder Kontakt zu denen hat, teilt ihr es denen einfach mal mit, dass das eine echte Sache, tolle Sache wäre. So, was wollte ich noch erklären? Ja, das mit den Texturen, das habe ich gemacht, das funktioniert soweit. Oh, Laser. Da wollte ich jetzt mal schnell reingucken. Und nebenbei auch noch verklickern, euch verklickern, was demnächst alles so kommt. Also zum einen, ihr guckt jetzt einfach auf die Montagebank, da werden halt die Chips gemacht für die einzelnen Gates hier. Oh, Moment. Eisernes Oder-Gatter. Ich muss mal was gucken. Pulsierendes, das sollst du bauen. Dann muss ich das nämlich hier markieren. Eisernes Oder-Gatter. Mal gucken, ob hier noch was ist. Eisernes. Nee, das solltest du mal weglassen. Da haben wir genug davon. Der soll erstmal den anderen Scheiß machen. Und Redstone-Chipsätze haben wahrscheinlich eine Million Tonnen. Nee, lass das mal so. Das ist okay. Gut. Was wollte ich sagen? Also, mich haben eine Menge Zuschriften erreicht. So viele, dass ich voll den Überblick verloren habe. Und ich habe sie aber gelesen. Also nicht, dass ihr denkt, ich lese die nicht. Ich habe sie alle gelesen. Es ist nur dann so, dass ich dann sage, okay, da antworte ich dann später. Oder das fasse ich hier zusammen. Und dann dort. Und dann entgleitet mir das. Also das ist nicht bös gemeint, sondern einfach nur, weil ich es verbummelt habe. Altersdemenz könnt ihr das nennen oder was auch immer. Also Ignoranz ist es nicht. Ja. So, also diese ganzen Zuschriften, da geht es auch um Partnerschaften, da geht es um, hast du nicht gesehen, um alles Mögliche, sehr viele technische Anfragen bezüglich Computerkraft, da werden wir noch was machen, ist versprochen. Ich werde mal eine Reihe anfangen, ich werde jetzt noch nicht ins Detail gehen, wie das dann abläuft mit Computerkraft, da habe ich mir was Spezielles ausgedacht, weil ich damit den eigentlich Nutzen den Leuten ein bisschen nahe bringen will und wie schnell man im Grunde genommen etwas, wie soll ich das jetzt nennen, etwas, eine individuelle Lösung herbasteln kann, obwohl man vielleicht das ein oder andere, den ein oder anderen Block ja nicht hat, um das zu machen. Und das geht mit Computerkraft sehr gut. So. Also das werden wir machen, das ist alle festgehalten. Dann werden wir in unserer, ich weiß nicht, ob ich da ein LP mache oder ob ich hier einfach ein bisschen so was mit euch zusammen aufbaut, dass wir sagen, ein, zwei Folgen, dann bauen wir irgendein tolles Projekt und dann entweder wir sprengen es in die Luft
Oder aber wir bauen daneben wie hier jetzt die nächste tolle Maschine und so weiter. Ne? Also nicht typisch LP, sondern wir bauen, machen Projekte, machen da ein, zwei Folgen davon oder auch nur eine und haken das dann ab und machen einfach das nächste. So sind wir nicht an die Welt gebunden. Das heißt, wir können rumkaspern. Ja? Das ist dann nicht so, dass man sagen muss, ich muss jetzt unbedingt hier dies. Nein. Also so in der Richtung habe ich mir überlegt, werden wir das machen. Dann werden wir uns auch verstärkt, was wir im Auge behalten werden, egal welche Version wir spielen, ist universale elektrische Energie. Der Mod, die Core Mod, die baut sich ja momentan auch auf, ne? Und sehr viele, wie soll ich das jetzt wieder nennen, Tochtermods sozusagen, ja? Die an dieses universale elektrische Energie gebunden sind, die sind auch gerade in der Entstehungsphase. Und das werden wir beobachten und so habe ich auch in Ruhe Zeit, wenn ich da immer ein Auge drauf werfe, um auch die Texturen dazu zu machen. Ne? Wenn das dann einigermaßen so ist, dass ich sage, jetzt kann man es eigentlich lassen, dann gebe ich das natürlich raus, das extra noch. Also dieses universale elektrische Energie werden wir im Auge behalten, ICMB werden wir im Auge behalten und so weiter. Dann, was steht noch auf meiner Liste? 1, 2, 5 werden wir auch weiterführen, weil rein technisch gesehen das momentan das stabilste ist. Da kommt kein 1,45, 1,46, 1,47 sowieso nicht mit. Also was die, wenn man etwas plant und sagt, ich baue jetzt dies und das, dann setzt man voraus, dass die einzelnen Bausteine aus den jeweiligen Mods auch das genau machen, was man will. Ne? Ich habe jetzt in einer anderen Testwelt, wo ich einen Generator aufgebaut habe in 1,45 festgestellt, da muss man wirklich aufpassen, ja, weil diese Redstone-Triggerei, ich nehme an, das liegt an der Minecraft-Engine selbst und die Mods können ja dann nicht sich darüber hinwegsetzen, dass diese Redstone-Triggerei und Redstone-Signal-Weiterleitung buggy ist. Das ist nämlich auch richtungsabhängig, also in welche Himmelsrichtung ich gucke, ob ich jetzt horizontal oder vertikal ein Signal weiterleite, habe ich festgestellt. Ja. Und immer nur dann tritt dieses Phänomen auf, wenn mehrere, zum Beispiel Redstone, Quatsch, mehrere Maschinen nebeneinander liegen. Und die man noch mit Gattern verschaltet. Also wenn jetzt mehrere Sachen hier nebeneinander liegen. So, dann, also 1, 2, 5 machen wir weiter. Dann werden wir, ich habe hier auch schon mal einen Test-Atomreaktor aufgebaut. Einen lustigen. Hier ist eine kleine Verstärkung, ne? Um so die klassischen Sachen einfach zu testen, weil hier in 1,45 habe ich auch kein Red Power, das heißt, ich muss ein bisschen mit Wireless arbeiten, aber zum Testen von Thermalexpansion und überhaupt, wie dieser Reaktor als solches mit den neuen Komponenten funktioniert, das galt es herauszufinden und ich musste ja die Texturen so einigermaßen anpassen, also muss ich so einen Test Reaktor ja aufbauen, damit ihr seht, wie das aussieht. Ne? Das ist noch nicht ganz ausgegoren. Und zwar mit den Farben. Hier zu den einzelnen lustigen Bausteinen. Was ich hier nicht so gut finde. Ich finde, er ist unnötig kompliziert. Oder unnötig kompliziert deshalb, weil hier gibt es zum Beispiel dieses Heat Fan, Reaktor Heat Fan, Overclocked Heat Fan, das sind alles Sachen, die eigentlich, wie soll ich sagen, selbst bei einem echten Reaktor nicht vorkommen. Und jedes kühlt halt eine andere Komponente oder ja, eine andere Komponente innerhalb dieses Reaktors. Und das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, also als logisch würde ich es nicht bezeichnen. Man muss wirklich den Scheiß nachlesen. Das ist das Blöde. Man kann nicht intuitiv einfach irgendwie diese Teilchen hier reinklatschen. Das funktioniert nicht. Und man kann es auch nicht auf einer Logik aufbauen. Diese Logik muss man sich erst mühevoll anlesen. Dann ist es nicht mehr logisch. Ja, also, wenn ich mir erst mühevoll etwas anlesen muss, dann ist es nicht logisch. Ja, komisch. Ist halt so. Also, ihr müsst das zwingend nachlesen im Wiki. Und das Wiki hält sich auch bedeckt. Also, der Schreiber Alplaka von Industrialkraft hat auch nicht unbedingt ein ausführliches Tutorial oder eine ausführliche Beschreibung über das Zusammenwirken dieser einzelnen Bausteine, die hier im Reaktor vorkommen, veröffentlicht im Wiki. Das heißt, ich glaube, es ist gewünscht, dass euch das Teil ein paar Mal um die Ohren fliegt. Ja, also, oder dass ihr euch intensiv damit beschäftigt. Ich glaube, das ist gewünscht.
So, also ich habe hier so ein kleines Setup reingewurstelt. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, das ist ein 160er Setup, was permanent laufen kann. Es verbraucht sich nur etwas dieser Tick-Neutronenreflektor und hier sind diese Dual-Uranium-Zellen reingewurstelt. Aber wie gesagt, das ist auch nur ein Testreaktor, um, ja, um einfach zu testen, ne? Hier haben wir noch eine tolle Sache. Da bin ich gerade dabei, das von der Textur zu machen. Also genau, da habe ich zum Teil das Holz. Genau, das habe ich schon eingearbeitet. Die Rinde kann ich ja zum Teil so lassen. Das ist von Natiprot ursprünglich mal gewesen. Also diese Texturen, diese äußeren. Das Holz ist allerdings schon überarbeitet. Und das sieht man hier. Moment. Und diese verschiedenen Bäume hier, die sind aus Forestry. Ganz genau, hier haben wir die, ne? Kirsch, dann haben wir, was ist das? Kastanie, dann haben wir Leim, also, das ist ein Zitronen, nein, Limone. Was ist eine Limone gleich? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Dann haben wir einen, das weiß ich nicht, Teak. Walserholz, das sind diese langen Bäumchen hier. Und wir haben Lärche und so was. Ist doch Lärche, ne? Und die haben alle unterschiedliche Farben. Und da habe ich hier das schon mal ans Miser so angepasst. Also dieses Schweinchen, rosa hier zum Beispiel, so Holz. Das ist cool. Also kann man sehr schöne, lustige Hello Kitty-Häuschen bauen. Mal gucken da. Also mit diesen ganzen Holzsorten, die lassen sich auch ganz regulär verwenden. Was habe ich denn hier noch? Das ist zum Beispiel das Balsaholz. Das habe ich hier so grau, schön grau. Ich mag ja eigentlich grau. Ist eigentlich eine schöne Farbe. Ja, ist ja keine wirkliche Farbe. Aber. So, also das zum Beispiel. Scheiße, wird schon wieder dunkel. Ne? Aber hier, wie gesagt, das ist alles Test, um wirklich zu testen, funktioniert das mit dem Abbau. Und hin und wieder stürzt es auch ab. Also wenn ihr jetzt hier mit dem Hackebeilchen. Diese riesen Monsterbäume hier, das sind die hier. Moment. Dieser hier ist das. Der mit dem rosa Holz, das sind diese riesen Teilchen hier, die da wachsen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also, ich nehme an, dass es mittlerweile gefixt wurde. Bei mir ist es halt hin und wieder abgestürzt. Das hat er nicht vertragen. Dann haben wir hier aus. Das ist Faktorisation. Da haben wir hier diese Barrels. Also diese Art Fässer, da könnt ihr stacken. Ja. Und 64 Stacks von soliden Blöcken gehen hier rein. Alles, was ein Damage hat, also hier Mining Drill zum Beispiel, die könnt ihr nicht hier rein stacken. Ja. Es gehen nur solide Blöcke oder Items. Okay, das hätten wir dann auch. Ist eine praktische Sache, da kann man nämlich hier, hast du nicht gesehen, so ein Steckchen rausnehmen. Und dann kann man hier zum Beispiel mal dieses Loch zumachen, wo mal eine Leitung lag, eine Wasserleitung. Scheiße. So. Und dann steckt man ihn wieder hinein mit einem Rechtsklick. Linksklick rausholen, Rechtsklick hinein, nochmal klicken, Stückzahl anzeigen, Rechtsklick. Ne? 4069 ist eine schöne Zahl. 4069. So, jetzt gucken wir hier mal kurz rein. Wie es aussieht, die Textur habe ich gerade gemacht mit dem pulsierenden Chipsatz. Das ist Ender. Da braucht man eine Enderperle, um überhaupt den Chipsatz zu machen. Und dann kann man diesen, Scheiße, irgendwas fehlt ihm, diesen pulsierenden Chipsatz nehmen und wieder ein spezielles Gatter machen. Und zwar dieses pulsierende hier. Hier pulsierendes eisernes Oder-Gatter, pulsierendes goldenes Oder-Gatter. Aber ihm fehlt was, ne? Nur was? Eisen hat der. Gold kann es nicht sein. Vielleicht einen normalen Redstone-Chipsatz. Nee, das kann nicht sein. Hier, Eisen. Nehme ich mal an. Jetzt mal gucken da. Redstone, goldenes. Nee, das kann es nicht sein. Aber ich werde da noch mal ein paar machen. Drei. Oh, was hat er denn jetzt gemacht? Wieso ist denn das Eisen jetzt weg? Mit einem Schlag. Was ist das für ein Quatsch? Hier, das ist doch Buggy. Das verstehe ich jetzt nicht. Moment mal, ich glaube, ihm fehlt hier auch Kabel. Irgendwas hat er nicht aktualisiert, ne?
Das meine ich damit mit Buggy. So. Das ist nämlich genau so ein Zeug, was man dann nämlich nur im Test rauskriegt. Wenn man das aktiv spielt. Die mache ich nicht, eiserne mache ich. Moment, ich muss mal hier so. Eisernes Ungarder, eisernes Oder. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Pulsierende Chipsitze habe ich doch drin, aber vielleicht... Na, sag mal jetzt hier. So. Was fehlt Ihnen dazu? Habe ich jetzt nicht aufgepasst, ich Rindvieh. Ich nehme mal an... Nee, das kann nicht sein. Lapis kann auch nicht sein. Fehlt ihm Gold? Nee. Auf keinen Fall. Was fehlt dir? Pulsierender Chipsatz. Ja, ich weiß jetzt nicht, ist egal, da muss ich dann später mal grübeln. Guti, dann werde ich mich jetzt zurückziehen, werde beide hier an den Texturen schrauben. Oh, hier ist die Tanks sinnvoll, dann leuchtet das hier oben, wie ihr sehen könnt. Ne, das ist aus Nuklearkontroll. Das heißt, ich werde jetzt hier mal umstellen. Und zwar sage ich jetzt einfach, du machst gar nichts mehr. Und jetzt pumpt er nicht mehr hier. Automatisch heraus und dadurch wird hier unten dieser Wireless Receiver ausgelöst und der schaltet hier noch die Redstone Maschine ein. Da habe ich das nicht über Gatter gemacht, habe ich gerade experimentiert und pumpt hier dieses Teeröl heraus. Das fließt dann hier unten runter weg und wird dann hier als Alternative für das Benzin reingepumpt, weil jetzt ist hier ja richtig voll, ne? Das werde ich noch automatisieren. Das ist im Grunde genommen ein Test auf unseren lustigen Dampfgenerator, der dann voll computergesteuert oder irgendwas in der Richtung laufen wird. Der dann automatisch seinen Treibstoff wählen kann. Ist der eine alle, schaltet er um, ist der andere alle, schaltet er wieder um und so weiter. So machen wir das. Und dann werden wir noch Railkraft irgendwie mit einbauen. Sowas in der Richtung. Weil das ist witzig, wenn da so ein Zug rumgurkt, ja. Vielleicht werden wir ein paar Tiere durch die Gegend fahren zu einer automatischen Schlachtstation oder irgend so ein Scheiß. Das finde ich doch ganz witzig. Das werden wir so machen. Und ich werde bis dahin alles schön austesten, damit es auch sauber läuft. Damit es keinen Trouble mittendrin gibt und ich mich ärgern muss innerhalb des Games. Und ich werde hier noch jede Menge Texturen anpassen müssen. Die auf alle Fälle, denn ich mag die schon jetzt, diese Liquidukt nennt sich das, Thermalexpansion und Redstone und Energieleitung. Das sind nämlich zwei spezielle, sehr tolle Leitungen aus Thermalexpansion. So, gut, dann werden wir uns demnächst sehen. Auf dieser Welle bis dahin wünsche ich euch was. Vielleicht mache ich zwischendurch nochmal so ein Preview zu den oder wie weit ich vorangekommen bin und dann werden wir entweder eine LP machen oder wir machen etwas anderes oder wir machen so eine Art Projekt, Projektarbeiten und ich werde auch zwischendurch zwei oder drei Tutorials machen. Welche das jetzt sind, werde ich nicht ankündigen. Da lasst euch einfach mal überraschen. Und bis dahin wünsche ich euch eine geschmeidige Zeit. Ade. Tschüss.